Seid vorsichtig. Der Hauptmann der Wache gibt hier nicht viel. Gemlin hat sich also nicht einmal dazu herabgelassen, selbst zu kommen? Ich hätte damit rechnen müssen, dass er euch schickt, Base. Ich wusste gar nicht, dass ihr so eine hübsche junge Base habt, Hawk. Ich habe eine Base? Hat Gemlin das nie erwähnt? Ich natürlich nicht. Weshalb sollte er auch? Ich unterbreche diese rührende Familienzusammenführung nur ungern, aber wir haben noch etwas zu erledigen. Welt, was machst du hier? Meckel ist tot. Dieses Miststück hat ihn umgebracht. Was ist ein Meckel? Mein Bruder. Meckel war mein Bruder und ihr habt ihn getötet. Das ergibt doch keinen Sinn. Meckel sollte lediglich die Notiz überreichen. Dachtest du wirklich, wir würden sie nicht lesen? Wir wissen von dem Edelstein, Charade. Her damit! Ich lasse nicht zu, dass Meckels Tod umsonst war. Du hast deinen Bruder wegen eines dummen Edelsteins gegen Hawk antreten lassen? Ich sage dir was. Ich habe den Edelstein gefunden, aber du wirst ihn nicht in deine erbärmlichen Finger bekommen, Welt. Also schön. Dann eben auf die harte Tour. Aufgepasst! Ihr seid im Kampf ziemlich hilfreich. Ganz anders als Gemlin. Gemessen am Kampf hätte ich euch auch nicht für seine Tochter gehalten. Das sollte ich wohl als Kompliment auffassen. Meine Mutter Mara, sie hat Gemlin vor meiner Geburt verlassen. Er war so damit beschäftigt, den dummen Edelstein zu finden, dass er wohl nicht mal bemerkt hat, dass sie weg war. Sie hat mir erst vor ihrem Tod im letzten Jahr von Gemlin erzählt. Bis dahin wusste ich nichts von ihm. Ihr habt das alles eingefädelt, nur um euren Vater zu treffen? Ich wollte nur herausfinden, ich weiß auch nicht, wie weit er für etwas gehen würde, das er wirklich will.
Und dann kommt er nicht mal selbst. Ich habe ihn mit dem einzigen geködert, von dem ich geglaubt hatte, es würde seine Aufmerksamkeit erregen. Er hat durchaus seine guten Seiten. Ihr werdet überrascht. Wirklich? Was sollte ich eurer Ansicht nach tun? Ich denke, ihr solltet mit Gamlin reden. Weiß er überhaupt von euch? Ich bin nicht sicher. Ich an eurer Stelle würde die Chance nicht so einfach wegwerfen. Ihr solltet ihm eine Chance geben, bevor ihr ihn endgültig abschreibt. Ich denke, das werde ich tun. Es hat sich als gut erwiesen, eine Base zu haben. Vielleicht wird es mit einem Vater genauso sein. Ich käme damit klar. Ihr müsst verstehen, dass das Ganze ziemlich neu für mich ist. Ich wusste nicht, dass Mara ein Kind hatte. Sonst wäre ich... Ich weiß nicht. Ihr doch gefolgt oder so etwas. Sie hat gesagt, ich wäre dir so ähnlich. Und ich wusste nicht einmal, wer du bist. Ich wollte es wohl mit eigenen Augen sehen. Ich brauche etwas Zeit, um über all das nachzudenken. Aber wenn es recht ist, käme ich gern zurück, um zu reden. Das würde mir gefallen. Pass gut, auf dich auf. Ihr beide hattet wohl ein gutes Gespräch. Es war verdammt peinlich, das war's. Vermasselt es nicht, alter Mann. Ich hoffe darauf. Ich habe Mara im Stich gelassen und will das bei ihr nicht wiederholen. Ich sage das nicht oft, aber ich bin wirklich froh, dass ihr zur Familie gehört. Aber im Ernst, beim nächsten Mal haltet ihr euch aus meinen Angelegenheiten raus, Nichte.